Ja, nach der Arena würde ich sagen, wo wir gerade dabei sind, wollen wir mal in die Eventwelt schauen. Die erreicht man entweder durch einen festgelegten Warp, weil jeder, der von uns ein Eventgrundstück natürlich kostenlos, ja, also nicht nur VIP, sondern auch User bekommen die Grundstücke und die bekommen dann natürlich auch einen Warp dazu, denn wer sagt, ich habe jetzt einen festen Warp und muss ich 10 Kilometer laufen bis zu deinem Event, macht ja keiner. Genau. Deswegen bekommt die auch gleich einen Warp dazu. Und wir gehen jetzt aber mal in den, ja, an den Ausgangspunkt. Den erreicht man durch Slash Warp und dann Eventwelt. Genau. Und die sind 100 mal 100 groß Okay. und gehen von 0 bis 255. Aber der Typ da drüben sieht aber nicht gut aus, Bro. Ja, war irgendwie so ein TNT irgendwas Event Bild. Okay. Irgendwas haben die da gemacht. Sieht ein bisschen Libra-mäßig aus. Ja, also hier kann tatsächlich jeder, ich sag mal 100 mal 100 mal 255. Ich bin jetzt im Kopf nachrechnen. Nee, aber es ist Ach, viel echt eine ganze einfach. Menge. Da kann, glaube ich, jeder seine Ideen, die er so hat, verwirklichen. Und Schön. das ist auch ein wichtiger Teil, den man auch irgendwo sagen muss. Wenn jemand, es gibt so tolle Ideen, also ich habe hier Events gesehen, wenn man einfach mal nur sich mal die Zeit nimmt, so ein bisschen durchfliegt, was den Leuten alles einfällt, das ist also echt auch fantastisch. Aber hier in der Eventwelt, wie ihr schon angesprochen habt, jeder Game Mode 1. Aber natürlich nur auf seinem Grundstück. Ja, also auf dem Weg können die Nee, dann nicht schon bauen. überall. Also er kann nicht überall bauen, aber er kann überall rumfliegen. Ja. Okay. Wollen wir den nächsten Warp? Würde ich spontan sagen, wo wir jetzt gerade bei Eventgrundstücken sind, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die normalen Grundstücke an, oder? Ja, Ja. ein Das liegt ja auf Neubaugebiet. der Hand. Und zwar haben wir relativ viele Grundstücke und weil wir dann auch wenn die irgendwann voll sind, ist ja klar, die Leute kaufen sich die Grundstücke, haben wir so flexible Warps, sage ich mal, also Warps, die wir immer wieder verschieben, damit die Leute immer wieder zu Grundstücken kommen, die sie kaufen können. Ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache nur einen Warp und mache nur 10 Grundstücke drum und dann baue ich immer an, dann müssen die immer weiter laufen. Das ist ja auch nicht so ganz gewollt. Und deswegen haben wir unter anderem Warp-Neubaugebiet. Können wir uns mal hinwarpen. Und wo seid ihr? Ach ja. Da. Genau, und hier sehen wir schon einen schönen Schnee. Dauert noch ein paar Monate bis Weihnachten. Irgendwo auf der Welt liegt immer Schnee. Genau. Ja, hier sehen wir die kleinen Grundstücke, also die normalen Grundstücke. Ich möchte jetzt, normal ist ja auch immer relativ. Die sind 20 mal 20 Blöcke breit und gehen auch von 0 bis 255. Okay. Die kosten 500 i-Credits. Kann sich jeder User kaufen. Kann man da, Allerdings, Entschuldigung, wenn ich ja. unterbreche, kann man da ungefähr eine Hausnummer sagen, wie lange man dafür benötigt, dass man das zusammen hat? Also kann man da sagen, man muss jetzt, was weiß ich, so und so viele Stunden Zeug Ja, also farmen wenn oder. man ein bisschen, also wenn man voten geht und ein bisschen nicht ganz ungeschickt im Farm ist, Tag, 2 Tage, Hat man es mit zusammen? dem Vote zusammen geht das auf jeden Fall. Na schön. Also man kann relativ schnell schon sein eigenes Genau, das ist auch haben wichtig, dass nicht gut. einer wochenlang in der Farmwelt rumdödeln muss, um sein Grundstück zu finanzieren, sondern dass man wirklich bauen kann und auch direkt Teil der Gemeinschaft wird, die hier wohnt. Da gibt es auf die kreativsten Häuser. Also wenn man sich wirklich über diesem Riesengebiet mal einfach nur durchfliegt. Was man da für Häuser sieht, also erstaunlich. Hab dich unterbrochen. Ja, was wollte ich denn sagen? Kann man, wenn ich mir jetzt hier ein Haus, ein Grundstück kaufe, kann ich, gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein größeres Grundstück direkt daneben bekomme? Oder muss ich dann umziehen quasi? Nee, also wenn man, ich sag mal, Glück hat und das nächste Grundstück das Geld zusammen hat und also es gibt einen gewissen Cooldown nach dem Kauf eines Grundstücks, dass man nicht sobald, also zum Beispiel diese angesprochenen Mafias von vorhin, einfach so viel Geld worten, dass die einfach mal ein Stadtviertel kaufen, sondern es gibt halt einen gewissen Cooldown und wenn der abgelaufen ist, kann man natürlich direkt daneben ein Grundstück kaufen, wenn das noch frei ist. Man kann auch Schilder aufstellen lassen, dass das bitte reserviert bleiben könnte. Okay, aber das heißt dann, dass man da auf den guten Willen von anderen bauen muss.
Eigentlich an sich schon. Natürlich, Ausnahmen sind VIP-Grundstücke. Die sind 4 normale Grundstücke groß. Die können auch normale User von VIPs abkaufen. Und VIPs bekommen die mit ihrem Status zusammen direkt. Welche Schwierigkeitsstufe ist der Server? Boah, das ist, glaube ich, Medium. Okay. Also die Zombies kommen zur Tür und rein. Ja, ja. Das habe ich schon die Erfahrung gemacht. Ja, vielleicht, wo wir es gerade angesprochen hatten, das sind jetzt die kleinen Grundstücke, die normalen. Schauen wir doch mal zu den VIP-Grundstücken. Mhm. Da haben wir nämlich auch noch einen ganz besonderen Leckerbissen, möchte ich fast sagen. Und zwar kommen wir dahin mit Warp VIP. Warp VIP. Genau. Vielleicht eine Rakete zur Begrüßung. Ja, hier sehen wir gleich, die ganzen sind natürlich auch schon etwas größer. Und wer sich zum Beispiel jetzt 2 VIP-Grundstücke holt, der kann die dann natürlich auch zusammenlegen und dann hat er schon ein ordentliches Gebiet. Hier ist kein Game Mode. Mhm. Das hier baut man quasi das, was man in der Mine oder unter seinem Grundstück erfarmt hat. Ist ja auch sinnvoll. Ja, und es gibt noch ein relativ großes. Panier, kannst du mal dem von S. Clayton mal hinfliegen? Muss ich suchen, Moment. Das fällt auf jeden Fall auf, das könnte man ja auch mal zeigen, was die Leute hier auf unserem Server für riesige Grundstücke bauen. Ja, du kannst uns dann einfach rüberholen. Ja genau, und jetzt sind wir hier quasi, das ist ein Fluss, meines Erachtens nach hat er keinen Namen, könnte man ja mal ändern. Und der trennt quasi die normalen Grundstücke von den VIP-Grundstücken. Ja, also man kann, so, wie im wahren Leben. Ja. Ja, früher war es eine Mauer, so. Vielleicht ist es ja eher ein Burggraben. Ja, stimmt schon. Na, wo ist das denn hin? Ja, also hier sieht man auch schon relativ große Gebäude. Aber bei, was jetzt, glaube ich, überhört habe, bei den kleinen Grundstücken, ist man da, kann man da dann in Kreativmodus sein, sein eigenes Grundstück, oder ist das da auch, wo man die erfarmten Sachen... Kreativmodus gibt es nur in der Eventwelt. Okay, dann habe ich es schon richtig verstanden. Genau, also was hier und auf den kleinen Grundstücken, die sind ja quasi nebenan gebaut wird, das ist alles erfarmt. Okay. Oder halt in der Bank gekauft. Ja, ist ja auch erfarmt in gewisser Weise. Ja. Schön. Ich flatter jetzt mal kurz rum und hier gibt es auch, ja, was man auch mal zeigen könnte. Hol ich jetzt gleich mal zu mir. Da haben wir hier einen User, der wollte halt möglichst so ein Stück Natur in sein Haus umändern. Und da haben wir ihn einen Berg quasi aus der Minenwelt hingestellt. Und dann hat er hier hinten so sein Haus rein und drinne gebaut und vorne steht auch noch eine Figur. Also so ein bisschen versteckt und verwinkelt. Es ist schon echt erstaunlich, was hier so alles entsteht. Ja, ich habe es jetzt da. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Das ist, glaube ich, bei dem Grundstück auch egal, weil das einfach zu groß ist. Das ist überall irgendwie... Na, nee, da ist eine Seite. Da kommt man nicht rein. Moment, ich sag, wenn ich euch TP'en kann. Ja, und hier sieht man so eine Statue, also die Kreativität kennt keine Grenzen. Und hier also steht auch noch Ehrenstatue für BK-Equipment, ne, herrlich, hab ich noch gar nicht gesehen. Oh nein, ich bin in ein Loch gefallen und komme nicht mehr raus. Was passiert? Panier, kannst du ihn holen? Ja, ich hab jetzt den Eingang erreicht. Dann hol ihn doch bitte. Dankeschön. Ah, frische Luft. Ja. Also wenn jetzt hier mal so hoch guckt, das ist... Das ist halt ohne Kreativmodus gebaut, ja. Also...
erstmal komplett erfarmt alles hinter dir, so ein Darth Vader Schädel. Lord Helmchen. Und das große Gebäude hier, wo er uns jetzt hergeholt hat, das Ding ist noch nicht mal fertig geworden. Ich weiß nicht, warum er dann aufgehört hat. Jedenfalls sieht man noch andere Türme so im Anbau. Ja, die sind, steht noch der Grundriss, also keine Ahnung, was er alles hier vorhatte. Ich habe mich hier noch mal gar nicht so sehr umgesehen. Wahrscheinlich geht es dann unterirdisch auch noch weiter. Was passiert denn, wenn hier ein Creeper explodiert? Creeper können nicht explodieren, also wenn sie kurzer Explosion sind, bleiben sie einfach. Also den Schaden bekommt man, aber es wird nichts kaputt gemacht. Von Creepern bekommt man. Moment, ich spawn mal einen. Hier in der Welt keinen. Okay. Wenn ich jetzt einen hab. Der zischt bloß, der macht nichts. Der zischt bloß, genau. Der beißt nicht, der will nur spielen. Genau. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch für Warps, die vielleicht interessant wären. Ja, und zwar, wir haben auch neben der Mine, da kann man zum Beispiel Holz abernten. Wir haben auch noch einen extra Wald, den erreicht man zum Beispiel durch Warp, Wald. Das ist jetzt gar nicht so zeigenswert. Was wir noch unbedingt angucken sollten, wäre vielleicht die Mall, also das, wo ich vorhin drauf angesprochen habe. Wenn jetzt jemand sich VIP kauft und spendet, dann bekommt er einen Shop, wo er quasi seine Waren zu seinem Preis verkaufen kann. Und da haben wir zum Beispiel Warp Mall, also Warp und dann Mall. Zip. Dann sehen wir relativ viele Shops. Und die Mall kommt dann auch schon an ihre Grenzen. Ja, also was hier alles angeboten wird, auch erstaunlich. Wegen Und Reichtum weil geschlossen. die Mall irgendwann voll war und wir wollen dann natürlich den neuen VIPs keine Shops im Vorhand halten, haben wir die Mall 2 gebaut. Die erreicht man dann auch folgerichtig durch Warp Mall 2. Die sieht ganz anders aus. Also nicht von den Shops her, aber so vom Aufbau. Die hat ein Gangsystem, ein Reihensystem und ein Etagensystem. Hier haben die Shops dann auch richtig Namen. Also wenn jetzt zum Beispiel mein Kumpel sagt mir, hier, mir gehört jetzt Shop 301. Dann weiß ich, okay, suche ich im Gang 3, Reihe 0, Etage 1 zum Beispiel. Ah, okay, super. Ja, auf jeden Fall sehr kreativ, ja, das gefällt mir. Genau, das ist also jetzt die Mall 2 und die ist noch nicht ausgelastet. Da sind auch noch Shops zur Verfügung. Da haben wir dann noch so kleine Zwischenbildchen reingemacht. Sind So, die das. Shops allgemein, also sind die Shops hier größer als die drüben oder gibt es unterschiedliche Größen? Nee, die sind alle gleich groß. Alle Das gleich wäre groß. Also jeder hat die gleiche ungerecht. Fläche. Genau. Ja, also was natürlich geht, dass ein User einen anderen einen Shop verkauft, der zufällig vielleicht direkt daneben liegt, dann kann man da ein größeres Geschäft draus machen, das ist kein Problem. Das ist alles Verhandlungssache, oder? Genau. Okay. Mit Geld kann man, glaube ich, alles regeln. Wie im echten Leben. Schön, schön. Ja, super. So, dann natürlich gibt es auch einen Tutorial-Shop, weil so ein Shop will auch erstmal erstellt werden. Und der ist natürlich gleich beim Spawn. Da kann dann jeder schauen, wie funktioniert das Ganze. Da muss man ja auch erstmal lernen. Richtig. Also beim Spawn in der Mall selber oder beim allgemein beim Spawn? Nee, in der Mall selber. Okay. Vielleicht das erste, wenn man Achso, links hier. Ja. runterschaut, findet man den Tutorial-Shop. Immer schön den roten Faden nach. Ja. Schön, schön, ja, super. Ich denke, da würde sich jetzt auf jeden Fall jeder mal zurechtfinden, der da bei euch neu ankommt. Ja, Ja. natürlich. Und wenn man halt, wie gesagt, die Warps vergisst, Warp, Warp, ich glaube, den merkt man sich notfalls immer. Ja, das stimmt wohl. Wunderbar.
Und dann gibt es noch dazu zu sagen, wir sind ja auf eurem eigenen TS-Server, also es muss keiner stumm bleiben. Das stimmt, ja. Genau. Also. IP ist identisch mit der Server- und Website-IP, sollte sich auch zu merken sein. Mit Sicherheit. Ja, sehr schön, wunderbar. Dann denke ich, haben wir mal das Gröbste alles gesehen, oder? Ja, es gibt natürlich auch noch so Sachen, die haben wir jetzt nicht gezeigt, wie zum Beispiel den Nether. Den kann man also auch drin rumlaufen. Ja, Meta ist halt ein bisschen, es gibt ein geschütztes Gebiet, dahinter ist das eigentlich nur ja, Tod und Verderben. Da bauen die alles ab, was sie abbauen können und ja, kann man sich eigentlich, glaube ich, auch so ganz gut vorstellen. Ich glaube, Ja. Classic-Welt sind wir jetzt relativ mit durch. Warp-Mine könnten wir uns vielleicht noch mal ganz kurz anschauen. Also Warp und Mine oder Mine, wie man das halt aussprechen möchte. Mein erster Tag auf iCraft habe ich dann auch gedacht, wieso kann ich hier nichts abbauen? Klar, das ist der Spawn, der ist geschützt, wenn man jetzt. Das werden wir auch immer wieder gefragt, wieso kann ich hier nichts abbauen? Und Ja. dann muss tatsächlich bis hier vorne, oh ja, hier sieht man schon, laufen und dann kommt, sie haben den Minenspawn verlassen und dann kann man auch abbauen, dann kann man bauen. Manche Leute bauen dann halt ihre Häuser hin, aber hier kann auch jeder halt abbauen. Und deswegen ist davon zum Beispiel abzuraten. Wird diese Welt wieder zurückgesetzt oder muss man Genau, einfach wird nach laufen und... festen Zeitintervallen zurückgesetzt, damit auch wieder die Rohstoffe da sind. Allerdings meistens mit einem anderen Seed, das heißt, keiner kann sich merken, oh, da waren viele Dias. Ah, das ist Das geht super. natürlich nicht. Das hört sich doch gut an. Also, das hört sich für mich sehr fair an. Da legen wir im Allgemeinen auch großen Wert drauf, auf Gleichbehandlung und Fairness. Sehr schön. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Oh. Da oben auf dem Baum, hinter dir. Also da, wo ich hingucke. Ach ja, tatsächlich. Und es ist nichts drin. Genauso wie in der Netherkiste oder in meinem Portemonnaie. Ach, da ist mein Portemonnaie. Ja, auch schon leer war schon jemand da. Ja, super, sehr schön. Also, ich denke mal, da muss man sich auf jeden Fall zurechtfinden können. Ja, wie gesagt, wir haben ein Teamer, also Teammitglieder, haben wir auch einige und die stehen auch bei Fragen immer gern zur Verfügung. Dann sieht man, wenn man jetzt gerade nicht weiß, wer ist jetzt online oder wer ist jetzt Teamer, kann man auf Tab drücken und dann sieht man halt die Namen. Die weißen sind halt die Member. Die gelben sind die VIPs, grün sind die Mods, orange sind quasi die Supermoderatoren. Es gibt dann noch eine Unterteilung, die jetzt nicht ganz so wichtig ist. Und dann gibt es noch die dunkelblauen, wie jetzt Anir zum Beispiel. Das ist halt ein Developer. Okay, wenn jetzt jemand sagt, er hat so einen Tatendrang und er möchte in seiner Freizeit neben dem harten Leben da draußen im Real Life noch irgendwie tätig werden, gibt es eine Möglichkeit, dass man sich da um eine Stelle bewirbt? Ja, so also genau. Wir haben eine Bewerbungs-E-Mail-Adresse: bewerbung@team-icraft.de. Da kann sich jederzeit bewerben. Klar, bewerben geht immer. Ja, und da gilt auch natürlich zu sagen, dass Bewerbung ist wie im wahren Leben. Also man sollte so viel Information wie möglich mitteilen und auch so sachlich wie möglich. Ja, genau, da ist auch ein kleiner Guide dabei, wie man das am besten macht. Aber natürlich gilt auch wie bei jeder Bewerbung, warum man sollte sich anbieten, warum ist man gerade dafür geeignet, warum kein anderer, Erfahrungen und so was weiter. zeichnet mich aus. Ja, sehr schön.